Nachdem Hergé die Fortsetzungsgeschichte Tim im Land der Sowjets beendet hatte, wollte er mit einer neuen Geschichte einem eigenen Anliegen folgen. Tim sollte nach Amerika reisen, sich für die Rechte der Indianer einsetzen und gegen die organisierte Kriminalität in Chicago kämpfen. Sein Herausgeber Norbert Vallée wollte davon nichts wissen. Die neue Geschichte sollte den Lesern des Magazins Petit Vingtième die belgische Kolonie Kongo, vormals Zaire, damals Belgisch-Kongo, heute Demokratische Republik Kongo, näher bringen. Um sich zu informieren, sammelte der Zeichner damals Zeitungen, Magazine und Prospekte, die das Leben in der Kolonie priesen. Aber natürlich wieder nur aus einem sehr europäischen Blickwinkel. Der Inhalt. Tim reiste im Auftrag seiner Zeitung in den Kongo, doch schon auf der Schiffspassage kommt es zu einem Zwischenfall. Jemand ist hinter ihm her und versucht alles Mögliche, den Reporter bei einem Unfall sterben zu lassen. Der Auftraggeber hinter diesen Unfällen ist eine Größe unter den Verbrechern. Und so ganz nebenbei erleben Tim und Struppi noch eine Reihe anderer Abenteuer. Was kann man zu diesem Album sagen? Obwohl es schon einen Schritt weiter ist als im Land der Sowjets, hat Hergé die wichtigste Entwicklung zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Und diese Entwicklung wird für die späteren Alben charakteristisch sein, die Authentizität. Er ließ sich in dieser Geschichte zwar von Bildern und Prospekten inspirieren, informierte sich aber nicht wirklich über das Leben in Afrika. Insofern unterliefen ihm ein paar Schnitzer, etwa als Tim in Afrika einen wilden Kautschukbaum findet, oder wenn die Einwohner des Kongo dem Bild entsprechen, das Europäer damals von den sogenannten Wilden hatten. Große Kinder, die Schwierigkeiten mit der Sprache des belgischen Mutterlandes haben. Immerhin schickt Hergé Tim nicht freiwillig in den Kongo, was man daran merkt, dass er einen ganz besonderen Hintermann in die Geschichte einbaut. Al Capone, den Verbrecherfürst, der sich in dieser Geschichte das Geschäft mit Diamanten aus Afrika unter den Nagel reißen will. Damit legte Hergé eine Spur nach Amerika in der Hoffnung, diese bald weiterverfolgen zu dürfen. Von der Struktur her ist die Geschichte nicht ganz so episodenhaft wie im Land der Sowjets. Und mit den Augen eines heutigen Europäers darf man sie gleich gar nicht lesen. Vieles von dem, was Tim tut, verband man damals mit einer Reise nach Afrika, etwa die Großwildjagd. Aus heutiger Sicht mag es geradezu barbarisch erscheinen, wenn Tim innerhalb eines Albums ein Krokodil, 10 Antilopen, einen Affen, 2 Schlangen, einen Elefanten, einen Büffel und ein Nashorn erlegt. Aber in den 1930er Jahren, also als die Geschichte erstmals erschien, waren das die Art Abenteuer, die man bei einem Afrika-Aufenthalt erwartet hätte. Das langsam einsetzende Umdenken zeigte sich aber bereits in den kolorierten Ausgaben der 1970er Jahre. Weil zum Beispiel eine Stelle, an der Tim ein Nashorn in die Luft sprengt, den skandinavischen und deutschen Verlegern zu hart war, wurde sie ersetzt durch eine Szene, in der das Tier am Ende mit dem Leben davonkommt. Allerdings wurden in der deutschen Fassung außerdem einige nicht so ganz glückliche Anpassungen vorgenommen. Während sich Hergé im Original darum bemühte, Begriffe und Namen aus dem Swahili zu verwenden, wurden diese aus der deutschen Übersetzung weitgehend entfernt. Der Dorfmagier der Siedlung, die Tim besucht, heißt im Original beispielsweise Muganga. Das ist Swahili und heißt der, der heilt. In der deutschen Fassung wird daraus CC Gobar. Das ist so eine Art Witz im Dreieck. Einerseits ist es eine Anspielung auf die Schauspielerin Zsa Gabor und andererseits auf die CC-Fliege, die die bekannte Schlafkrankheit weiterverbreitet. Und der Geheimbund, dessen Mitglieder sich als Leoparden verkleiden und ihre Opfer mit falschen Leopardenkrallen töten, heißt Anjota im Original und diesen Bund gab es wirklich. Auf Deutsch wird er Idioti genannt. Das soll wohl einerseits eine Anspielung auf den umstrittenen Politiker Idi Amin sein und natürlich Idioti, Idiot, haha, lustig. Offenbar wurde hier der Übersetzer von der Vorstellung geleitet, dass Comics für Kinder auf Biegen und Brechen ständig irgendwie lustig zu sein haben. Dafür gibt es in diesem Band eine Seltenheit zu sehen, Tim und sein Beruf. Zwar wird stets betont, Tim sei Reporter, aber so richtig zur Geltung kommt das nur im Land der Sowjets und im Kongo.
In beiden Geschichten sieht man Tim tatsächlich bei der Arbeit, wie er eine Reportage erstellt. In ausnahmslos allen Alben danach kommt das Abenteuer immer irgendwie zu Tim und er wird selbst zum Gegenstand mannigfaltiger Berichterstattung. Tim muss aber ein verdammt guter und berühmter Reporter sein, denn gleich am Anfang des Abenteuers kommen die Repräsentanten einer amerikanischen, einer britischen und einer portugiesischen Zeitung zu ihm und überbieten sich gegenseitig bei dem Versuch, seine Reportage über den Kongo exklusiv zu erhalten. Als Fazit kann man sagen, dass Tim im Kongo nicht Hergés bestes Abenteuer ist, vor allem da etliche spätere Geschichten eine gewisse Zeitlosigkeit haben. Und man auch bei der überarbeiteten und kolorierten Fassung nun mal nicht alle kolonialherrschaftlichen Anklänge entfernen konnte. Vor allen Dingen die stereotype Darstellung der Afrikaner stößt da arg auf. Ansonsten, wenn man das ausblendet bzw. das Abenteuer, so wie Tim im Land der Sowjets, als das sieht, was es ist, nämlich eine Momentaufnahme einer vergangenen Zeit, dann ist es ein recht kurzweiliges Abenteuer. Eltern, die Bedenken haben, dieses Abenteuer ihren Kindern zum Lesen zu geben, sollten vielleicht das Abenteuer mit ihren Kindern lesen. Oder vielleicht einfach Vertrauen haben in die eigene Erziehung. Bei mir war es beispielsweise so, dass ich die berühmte Szene, in der Tim mehrere Antilopen abschießt, und zwar so ganz aus Versehen, nur bis zu dem Zeitpunkt irgendwie lustig fand, bis Tim über den Haufen erschossener Antilopen stolpert. Also mir war damals als Kind schon klar, dass da irgendwas nicht richtig sein konnte. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich und seine Kinder selber ausmachen. Auf jeden Fall ist es ein kurzweiliger Einstieg in die Welt von Tim, dem pfiffigen Reporter, wie die Reihe damals eine Zeit lang hieß. Struppi kam im Titel erst später vor.